Leute, lasst uns ein bisschen tanzen gehen. Ich heiße euch herzlich gern willkommen bei Ankh, Herz des Osiris. Und jetzt können wir mal problemlos reingehen, würde ich sagen. Moment, an Bulbul kommt niemand. Hey, fällt dir nichts auf? Naja, also... Der Bart ist ab. Der Bart ist ab. Jetzt mach Platz. Nicht so voreilig. Was denn jetzt noch? Tja, also, du kommst nicht rein wegen deiner... O-Beine? O-Beine? Na gut, was soll's. Willkommen in der wilden Mumie, aber mach nichts kaputt. Ich? Niemals. Ich wollte es gerade aussagen, ich niemals. Also Leute, schauen wir uns mal diese wilde Mumie von innen an. Und ja, dann werden wir wahrscheinlich schlauer, was aus dem Dieben des Hans geworden ist. Bezahle du erstmal deine offenen Rechnungen. Ich bin doch Stammkunde. Was soll ich mit Stammkunden ohne Geld? Halt die Klappe, Ras El Teen. Moment mal, das sind doch... Aber stimmt doch. Ich dachte, das wäre eine Metropole. Rassel, Tin und Rottmeer. So, Leute. Bedienung. Etwas Zerstreuung würde uns gefallen. Wie in Luxor mit richtigen Nachtclubs. Eines Tages werde ich wieder reich sein. Ein Haufen nützlicher Werkzeuge. Und genau an dem Tag gibt's hier den ein unlustiger Komiker. Also, Leute, das ist der Komiker aus dem Pharaonentempel. Wo wir dann drin waren mit dem roten Kistostüm, wo ich die Anspielung gemacht habe, dass er im zweiten Teil auftaucht. Hier ist er. Nicht zu viel erwartet. Er hat einen Eimer auf dem Kopf. Wie lustig. Hallo. Du Armer, bestimmt ist etwas Schreckliches mit deinem Gesicht passiert. Du Armer, bestimmt ist Schreckliches mit deinem Gesicht passiert. Wenigstens du findest mich komisch. Wie meinst du das? Der Pharao findet mich zum Beispiel nicht komisch. Deshalb hat er mich entlassen. Ich dachte, der Pharao wirft unlustige Komiker den Löwen vor. Ja, so ist das auch normalerweise. Aber weil die Löwen verhungert sind und die Schlangen als Nachspeise serviert wurden und weil das Krokodil nach einer Panikattacke in den Katakomben des Palastes verschollen ist, naja, da gibt es niemanden zum Vorwerfen. Aus Einfallslosigkeit hat mich der Pharao dann entlassen. Über diese Einfallslosigkeit solltest du froh sein. Ein Komiker ist lieber tot, als dass keiner über ihn lacht. Das ist ja wohl der größte Witz, den ich je gehört habe. Danke. Hoffentlich kennst du keine Witze. Doch, klar. Willst du welche hören? Ja, oh ja, erzähl mir bitte einen Witz. Oh ja, erzähl mir einen Witz. Fein, also. Treffen sich zwei Schlangen in der Wüste, fragt die eine, du, sind wir eigentlich giftig? Sagt die andere, weiß ich nicht, wieso? Sagt die erste, ich hab mir gerade auf die Zunge gebissen. Verdammt. Kennst du noch mehr Witze? Klar, also... Warum geht ein Kamel durch die Wüste? Weil es auf die andere Seite will. Kennst du noch mehr Witze? Klar, also, treffen sich zwei Nubier in der Wüste, sagt der eine, hey du, antwortet der andere, wer ich? Das kapier ich nicht. Kennst du noch mehr Witze? Klar, also, was ist klein, grün und dreieckig? Kleines, grünes Dreieck? Ein kleines grünes Dreieck? Sag doch einfach, dass du den Witz schon kennst. Kennst du noch mehr Witze? Klar, also. Ein Eisbär geht durch die Wüste und sagt, Mensch, muss das hier glatt sein, so wie die gestreut haben. Kennst du noch mehr Witze? Klar, also. Was sagt das Krokodil, nachdem es den Komiker gefressen hat? Schmeckt irgendwie komisch. Ich werde das immer so weitermachen, bis er keine Witze mehr hat, Freunde. Und das dauert noch ein bisschen. Kennst du noch mehr Witze? Klar. Also, gehen zwei Palastwachen an einer Kneipe vorbei. Und? Was und? Wo ist die Pointe? Das war die Pointe.
Kennst du noch mehr Witze? Klar, also, treffen sich zwei Mumien, beide tot. Kennst du noch mehr Witze? Klar, also, kennst du den mit Ramses, der Tänzerin und dem Skorpion? Nein. Verdammt, ich auch nicht. Kennst du noch mehr Witze? Aber den wüsste ich mal gerne, den Witz. Kennst du noch mehr Witze? Nein, das waren alle, die ich kenne. Kriege ich jetzt eine tolle Belohnung dafür, dass ich mir den ganzen Unsinn angehört habe? Nein. Verdammt. Weißt du, das Problem ist, dass es in Kairo keinen Ort gibt, wo ein Komiker sein Geld verdienen könnte. Keinen Ort außer dem Palast. Und da der Pharao das Arbeitslosengeld abgeschafft hat, werde ich wohl bald im Steinbruch arbeiten müssen. Ich komme wieder, wenn ich einen Job für dich gefunden habe. Ach, wenn mich doch ein großes Theater anwerben würde. Zähflüssiger Dattelsaft. So, jetzt haben wir mal und jetzt reden wir mal mit Fatima. Kannst du mir weiterhelfen? Ich suche die Kerle, die mir das Ankh gestohlen haben. Du solltest mir lieber erstmal meinen Papagei wiedergeben. Kann ein Mann hier nicht mal was zu trinken bekommen? Leute, da sie ist sowohl drinnen als auch draußen und das wird ein kleines Rätsel. Bezahle du erstmal deine offenen Rechnungen. Und zwar, indem wir den Vogelkäfig jetzt geben. Was hast du gemacht? Mein armer Papagei! Hey, jetzt mach mal keinen Aufstand. Keinen Aufstand? Der hat ja kaum noch Federn. Macht der Kerl Ärger, Boss? Schon gut, Bulbul. Mit dem werde ich gerade noch allein fertig. Ich rede kein Wort mehr mit dir, Asil. Ich bin doch Stamm. Was soll ich mit Stamm? Ich muss wirklich wissen, wo die Kerle sind, die das Ankh gestohlen haben. Polly ist völlig durchgedreht, weil du irgendwelchen Quatsch gemacht hast. Ich rede kein Wort mehr mit dir. Eines Tages werde ich wieder reich sein. Ich erkläre euch kurz mal kurz Smileys drüber, den Kosten. Rede mit Badawi, Sklavenhändler, unlustiger Komiker. Dann gehe ich eben zu deiner Konkurrenz, dem Weinmann. Hier und hier die Kameltreiber. Und ja, wir müssen sie grün decken. Soweit ich weiß, stehst du da auch schon in der Kreide. Was für Tee? Einen haben wir schon, nämlich unsere freundliche... Halt die Klappe, Fa'el-Matu. Hier, eine leckere Wasserpfeife mit Apfelgeschmack. Na, endlich! So, euer Bier. Aber der mit dem Kopf auf dem Tisch bekommt nichts mehr. Saftladen. Wir könnten uns jetzt es macht mir immer wieder Freude, netten Menschen einen Gefallen zu tun. Du bist ja immer noch da. So, wir könnten jetzt da den Bierdeckel nehmen. Oh nein! Jetzt fliegen doch die Fliegen in unser schönes Bier. Aber ein kleiner Untersetzer. Sehr schön, dass das Bier bedeckt ist. Ich bin lieber ein Freund der Kameltreiber. Kann ein Mann hier nicht mal was zu trinken bekommen? Und da reden wir mal mit Badawi. Asil, altes Haus. Wir haben uns ja ewig nicht gesehen. Ewig? Das war vor 3 Wochen. Deine Abschiedsparty in der Pyramide, die mich einiges gekostet hat. 3 Wochen? Mir kommt es vor, als wäre das schon ein ganzes Jahr her. Ich bin ja direkt nach der Party nach Luxor gezogen, aber ich hatte Lust, mal wieder hier in der Provinz nach dem Rechten zu sehen. Das große Luxor, wie ist Luxor so? Und wie ist Luxor so? Asil, Mann, du musst mich unbedingt mal in Luxor besuchen. Ich sag dir, vergiss alles, was du über Stadtleben gehört hast. Oder was du hier in diesem Kuhkaff erlebt hast. Luxor, das ist die Stadt. Mann, da muss man hin. Dort pulsiert das Leben. Ein einziges Kommen und Gehen. Da werden die Nächte durchgefeiert. Und die Bräute, Mann, die Bräute. Ja, Luxor mag ja tolle Bräute haben, aber Kairo führt immerhin in die Verbrechensstatistik. Luxor mag ja tolle Bräute haben, aber Kairo führt immerhin in der Verbrechensstatistik. Aber nur weil die wilden Partys in Luxor noch nicht als verboten geführt werden. Mann, du weißt also gar nicht, was nach der Party passiert ist. Du weißt also gar nicht, was nach der Party passiert ist? Nee, woher denn? Du erinnerst dich doch an die Mumie. Die hat mir diesen Todesfluch verpasst. Ich bin dann... Aha, wahnsinnig interessant. Also ich hatte ja dann das Ankh. Der Flaschenöffner? Hey, der ist total altmodisch. Kein Mensch trägt sowas in Luxor. Jedenfalls musste ich sogar in die Unterwelt absteigen und Osiris...
Hey, toll, was du alles erlebst, aber... Asil, Mann, du musst mich unbedingt mal in Luxor besuchen. Ich sag dir, vergiss alles, was du über Stadtleben gehört hast. Oder was du hier in diesem Kuhkaff erlebt hast. Luxor, das ist die Stadt. Mann, da dort pulsiert das Leben. Da werden die Nächte und die Bräute. Kommen nicht die ganzen gefälschten Handtaschen aus Luxor? Ja, sie werden dort von arbeitslosen Kairoern zusammengenäht. Seit wann ist Kairo bitte schön Provinz? Hey, wenn du einmal in Luxor warst, merkst du erst, was für ein Kaff Kairo doch ist. Die Stadt hat keine Zukunft. Die geht den Nil runter. Eigentlich müsste der Spruch klingen, es geht der Bach runter, aber wir können gern als großer Luxusexperte. Als großer Luxusexperte hast du sicher Tipps für mich. Na klar, der angesagteste Schuppen in Luxor ist das Casino. Da gibt es jeden Abend tolle Shows. Hier, auf diesem Flugzettel steht alles, was man über den Laden wissen muss. Wir sprechen uns später. Wenn ich da noch nicht erstickt bin. In eurer Spelunke ist es ja total stickig. Er ist stickig. Hier ist jemand stickig in Luft. Ich kriege das Ding nicht auf. Leute, wir müssen kurz was machen. Wenn ich hier randaliere, kommt Bulbul und wirft mich auf Lebenszeit hinaus. Aber wir reden noch mit dem Sklaven hinter. Bist du nicht sehr glücklich? Du siehst nicht glücklich aus. Ich will ehrlich sein. Ja, ich habe ein paar Cocktails zu viel gehabt. Jedenfalls war es vor einigen Wochen an einem besonders heißen Nachmittag. Nach dem großen Spiel. Ich versuchte, meinen letzten Sklaven gewinnbringend zu verkaufen. Ein völlig verrückter Typ. Aber immerhin verstand er was von Fußball. Und dann habe ich einen Filmriss. Irgendwas hat mich umgehauen und der Sklave war weg. Damit war meine letzte Kapitalreserve aufgebraucht. Seitdem bekomme ich kein Bein mehr auf den Boden. Was auch immer es war, das mich ausgeschaltet hat. Es hat mir erst meine Existenzgrundlage genommen, dann meinen Mut und schließlich meine Selbstachtung. Ich bin nur noch das Wrack des fröhlichen, gewissenlosen Sklaventreibers, der ich mal war. Vielleicht sind wir nicht ganz unschuldig, weil nach dem Filmriss hatte ich ja das, genau kurz vor dem Filmriss hatte ich nämlich das Problem, dass mir genau diesen Teil der Folge nicht aufgenommen hat. Und ja, vielleicht liegt es auch vielleicht daran, dass der Filmriss ein bisschen verzerrt war. Aber wie gesagt, Kurzfassung, wir haben ihn betäubt mit einer starken Sonne Kairos. Und wir haben seinen Sklaven befreit. Den Zeitreisen Dr. Who-Sklaven, der erinnert sich an den noch. Nicht dabei. Kann ich dir weiterhelfen? Wenn du weder einen Sklaven noch etwas zu trinken für mich hast, könntest du mir höchstens Geld beschaffen, damit ich mir einen Sklaven oder etwas zu trinken kaufen kann. Vielleicht wäre ein Glücksspiel nicht schlecht. Das scheint mir ein sicherer Weg zu sein, wieder an Geld zu kommen. Kommt schon wieder auf die Beine. Wie wäre es mit ehrlicher Arbeit? Wie wäre es mal mit ehrlicher Arbeit? Ich weiß nicht. Ich habe einfach mein Herz an den Sklavenhandel verloren. Sag mal, du hast nicht zufällig vor, ins Sklavenbusiness einzusteigen? Eigentlich nicht. Denk mal drüber nach. Du musst dir keine Sorgen mehr wegen einem Dach überm Kopf und Essen machen. Weil ich dann beides nicht mehr habe, sondern der Willkür meines Herrn ausgesetzt bin? Ich kann dir sehr nette Arbeitgeber verschaffen. Und die vermögenswirksamen Leistungen erst. Wie sehen die aus? Du bekommst jede Woche einen Stein Waschkies. In wenigen Jahrzehnten hast du genug, um ein Haus damit zu bauen. Das ist so blöd, da wird sogar die Wüste rot. Dann halt nicht. Sag Bescheid, wenn du deine Meinung änderst. Du kommst schon wieder auf die Beine. Vielleicht, wenn ich im Lotto gewinne. Bezahle du erstmal deine offenen Rechnungen. So Leute, wir haben draußen ein bisschen was zum Arbeiten. Ich bin doch Stammkunde! Aber erst machen wir was anderes. Was wir erinnern uns an den Kästchen, war noch das ein Siegelstempel. Das Symbol kenne ich nicht. Ist sicher uralt. Ich habe den Stempel angefeuchtet. Ein bisschen angefeuchtet. Und dann sieht offiziell aus. Und genau an dem Tag gibt's hier den nächsten Cocktail. Geben wir uns dann Freund den Dann gehe ich eben zu deiner Konkurrenz, dem Weinmann. Des unlustigen Komikers. Er hat einen Eimer auf dem Kopf. Wie lustig.
Ich glaube, ich habe mich nicht richtig vorgestellt. Asyl, Talentbehörde. Wir suchen noch einen Star-Komiker für das Casino in Luxor. Das Casino in Luxor? Bei den Göttern, das ist mein großes Ziel. Ich bin genau der Richtige. Meine Scherze sind legendär. Kommt der Pharao ins Freudenhaus? Schon gut. Danke, danke, danke. Ich werde dich nicht enttäuschen. Und meine zukünftigen Fans in Luxor auch nicht. So, dann ist der schon mal wieder normal. Und wir machen draußen ein bisschen Arbeit. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ein bisschen Randale, bitte. Ich habe die Glühwürmchen befreit. Das ist schön, dass du auf Glühwürmchen stehst, Asyl, aber das wird uns jetzt nicht weiterbringen. Wird schon keiner merken. Hoffe ich doch. Nanu! Ich könnte schwören, ich hätte etwas gehört. Dumm wie Bohnenstroh. Als nächstes will ich den Carmella Lock auf den Kaminbesen. Nein, Spaß, Freunde. Jetzt kommt das Trigger. Sag einfach Bescheid, wenn du was kaufen willst. Ich wollte bloß Klingelstreiche spielen. Ich sollte es anders versuchen. Ich sollte es anders versuchen. Hey, keine fremden Cocktails in meiner Bar. Mist, sie hat's gesehen. Ihr seht genau, was ich triggern wollte. Aber ich kann den Sklavenhändler ein bisschen glücklicher machen. Vielen Dank für die Wettinformationen. Bald habe ich wieder ein mächtiges Sklaverei-Imperium. Schön, dass ich die Welt ein Stückchen besser machen konnte. Kann ein Mann hier nicht mal was zu trinken bekommen? Dann hat er mal den Bettchen und er ist wieder Geld. So, Leute. Bezahle du erstmal deine offenen Rechnungen. Lang, aber ich hoffe, euch gefällt dein dritter Part von Asyl. Ich bin doch Stammkunde. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann wirklich im nächsten Part, wo wir den Rest der Crew machen. Was soll ich mit Stammkunden ohne Geld? Um weiter die Banditen verfolgen. Also wieder schauen, reingehauen, Servus.